Es ist morgen um 3 nach der Mitternachtsvorstellung von The Last Jedi, der aktuelle Star Wars Kinofilm, der jetzt weltweit angelaufen ist. Ihr seid in der Mitternachtsvorstellung gewesen. Wie ist es? Ja, super. Wie zu erwarten. Ja, sicher. Was war so dein Highlight-Moment gewesen? Wie ist es bei dir? Ja, die Verbindung zwischen diesen zwei, die es aufbauen, da, trotz dieser ganzen Distanz. Ja, also die beiden jungen Hauptcharaktere. Ja, der Kylo und der Dre. Sehr gut. Wie war es bei dir gewesen? Du strahlst, also bist du strahlend aus dem Kino rausgekommen? Sehr positiv. Die erste Hälfte war ein bisschen ruhiger gewesen. Also haben wir alle ein bisschen ruhiger, wahrscheinlich auch empfunden, aber sehr interessant. Wir haben so eine andere Seite mal gesehen und wie er gesagt hat, die Verbindung war genial gewesen, ja. Ich komme mal ein bisschen auf diese Seite noch über. Ich habe gefunden, die erste Hälfte, die hat sich ein bisschen gezogen, die hat nicht so Biss gehabt. Wie hast du das empfunden? Ja, es ist gleich, aber ziemlich interessant gewesen. Es ist viel von der Story gekommen. Innerhalb ein bisschen weniger Action, aber gleich hast du auch etwas Spotten bekommen. Aber gleich, es hat immer genug Faden drin gehabt, der rote Faden, der einfach gleich die Spannung mögen behalten. Mir hat es gut gefallen. Wie war es bei dir gewesen? Ich habe es auch super gefunden. Ich habe die erste Hälfte gar nicht so langgezogen gefunden, sondern ich habe wirklich Spannung, habe ich das Gefühl gehabt, ist die ganze Zeit rum gewesen und es war für mich irgendwie die perfekte Mischung aus Humor, Action, aber gleich auch noch sehr emotionale Momente. Was hat das für einen emotionalen Moment für dich drin gehabt? Also die geilste Szene habe ich gefunden, dort, wo sie, wie hat die geheißen, da das Schiff umgekehrt hat und wirklich die Hühnerhumanwand hatte in dem. Wirklich die Stille und der Klapp und bist so wirklich wow. Das ist wirklich der andere Meinungen dazu. Was ist so bei dir der Moment, wo du denkst, wow, Hühnerhaut? Fast der ganze Film. Für mich ist vor allem, ich habe es schön gefunden, es war mal ein anderes Star Wars Film. Es hat mega viele überraschende Momente gegeben, die ich hätte so nicht erwartet. Und das macht mich extrem zufrieden. Achtung, Spoiler, die noch schauen wollen. Jetzt, welches ist der Moment, wo du denkst, oh, das ist jetzt wirklich überraschend gekommen? Oh. So viele von denen? Ja, es gibt jetzt wirklich einige. Vor allem der Schluss. Ja. Halt der Endkampf Kylo Ren gegen Luke Skywalker. Absolut geniale Choreo. Und dann, wie es am Schluss noch geändert hat, ist natürlich sehr toll gewesen. Und der zweite Mega-Moment, den ich sehr schön gefunden habe, ist, dass Carrie Fisher, also die Lea, nicht gestorben ist, sondern wirklich einen schönen, abdankenden Moment gehabt hat, den ich sehr emotional empfunden habe. Oh, schön. Ihr nickt, wie habt ihr das empfunden? Ja, es ist wirklich dort auch ein bisschen emotional mitgegangen, aber es war wirklich auch cool gewesen, eben wie auch gesagt, der Schlusskampf oder wo der Kylo zwischen ihm mit sich selber gerungen hat und dann gleich mehr oder weniger sich gegen seinen Sith Lord gewendet hat, aber dann auch gleich wieder gesagt hat, oh, ich will selber herrschen und das habe ich gleich geil gefunden. Ja. Nicht einfach so, oh, ich bin jetzt ein Guter und ja, die Spannung ist das. Ja. Wie habt ihr das empfunden? Das gleiche wie er auch? Ja, es war immer so ein bisschen Hin und Her. Was ich etwas komisch gefunden habe, zuerst die Szene mit dem Luke beim Endkampf, wo er auf einmal einen kürzeren Bart hatte und Haar wieder. Ja. Ich dachte, das kann kein Regiefehler sein. Das, so viel studiere ich schon. Und dann war halt eben seine Illusion quasi, dass es, ja, sein Ebenbild. Und das habe ich super gefunden. Es ja. War auch ein überraschender Moment drin gehabt, für dich. Dort, genau, ja, auf jeden Fall. Ja. Reden wir noch ein bisschen über die alten und die neuen Figuren. Eben, vielleicht hast du gerade Carrie Fisher als Lea noch angesprochen gehabt. Die alten Figuren verabschieden sich. Wie habt ihr die alten Figuren jetzt noch mal empfunden? Luke Skywalker, Lea, die jetzt drin kommen, die jetzt abgelöst werden durch die neuen? Ja, es ist gut, ein bisschen Balance. Du hast gleich von die alten hast drin gehabt, um die älteren Fans wieder ein bisschen zu greifen und einfach die Ehre wieder wiedergeben. So, die haben etwas Grosses geleistet und die haben gleich den Platz in dieser Welt. Aber gleich, die Jüngeren kommen gut zur Geltung und schon auch amigs Parallelen zu den alten Filmen und so, könnte man meinen, ein bisschen spin-off-mässig, aber dann gleich wieder sie verkörpern, sie sehr gute Figuren und macht es gleich spannend und interessant. Sehr gut. Ich komme noch schnell auf diese Seite. Nochmal ein bisschen über.
neue und alte Figuren. Wie hast du den Wechsel empfunden? Also für mich so der ganz verrückte Moment war eigentlich, wo man so ein altbekanntes grünes Mandli wieder gesehen hat. Und vor allem nicht so animiert wie in den neueren letzten drei Filmen, sondern wirklich so wie noch die alte Kunststoffpuppe war in den originalen Filmen eigentlich in dem Stil. Das war für mich so der Moment gewesen. Grosser Überraschungsmoment, der Master Yoda kommt wieder. Hast du den auch ein bisschen gestaunt im Kino? Ja, ich habe es spannend gefunden, vor allem wie er zurückgekommen ist, wie es visualisiert worden ist. Es ist doch eher untypisch. Normalerweise sind sie wirklich immer grau im Hintergrund gestanden und haben eigentlich nur abgenickt. Und jetzt haben sie wirklich hat wirklich gross geredet und so, und haben mir gut gefallen. Wo ich Angst habe, ist, dass vor allem mit den alten Figuren oder der ganzen Story wieder ins gleiche Fahrwasser reinkommen, dass wir wieder einen Meister haben, so 0815 und junge Jedi mit Hut ziehen. Das haben sie super, wirklich eine neue Story hergebracht, wo wirklich wieder das Ganze wirklich spannend macht, weil Episode 7 ist doch eher eine Wiederholung vom 4, was ich ziemlich schade gefunden habe, wo der Film 100 Mal besser macht. Genau, das war einfach der Kritikpunkt gewesen. Du nickst jetzt auch nebendran. Keine Wiederholung von einem Star Wars, den ich jemals gesehen habe. Nein, finde ich gar nicht. Also wirklich ganz einen eigenen. Also der ganze Film durch, von der Action, vom Action-Inhalt, vom Story-Inhalt, war wirklich mega gut ausbalanciert gewesen. Und ja, also ich kann sicher nochmal oder noch mehrmals schauen, um halt wirklich auf andere Sachen noch achten. Und das macht einen Star Wars-Film aus, also finde ich super. Also mehrmals? Kannst du noch schauen? Ja. Also ich bin jeden Film mehrmals geschaut, jeden Star Wars Film. Halt immer, um ein bisschen auf eine andere Sache achten und schauen, und wo man dann vielleicht einen Text, den man nicht gesehen hat, beim ersten Mal. Und ja. Also heisst das, die nächsten 4 Tage verbringst du nur noch im Kino? Nein, schon nicht gerade so. Also am Wochenende sicher noch einmal und dann vielleicht das Wochenende drauf. Okay, ein bisschen setzen lassen zwischendurch. Ja, okay. Auf was achtest du denn jetzt noch, wenn du dann nochmal schauen gehst? Schwer zu sagen, also halt auf kleine Details, wo vielleicht halt bei so Szenen, die du nur kurz gesehen hast und was ist jetzt der gewesen, dann kannst du halt, das ist bei vielen Filmen so, dass man sich dann halt beim zweiten oder beim dritten Mal auf mehrere Sachen kann achten kann. Gehst du auch mehrmals schauen? Ja, es wäre eigentlich schon ein Film, was wert wäre, nochmal zu schauen, weil die guten Filme, die musst du fast nochmal gesehen haben. Einfach aus dem Grund, dass, aber vor allem wenn es nicht ein einfacher Faden ist, sondern einfach ein bisschen komplexer ist, wo vielleicht am Anfang etwas angeschnitten wird, wo dir gar nicht bewusst ist, dass am Schluss eine Auswirkung hat. Das ist nicht mehr spannend, wenn du nochmal gehst schauen, dann siehst du am Anfang, ah, das war es und so. Ja, eigentlich hat es schon das Potenzial, um nochmal zu schauen. Du, ich merke es gerade überlegen, also du gehst sicher nochmal, oder? Vermutlich schon, ja. Bei dir auch mehrmals? Könnte noch gut sein, wahrscheinlich würde ich mehr geschliked, aber je nachdem ist nachher immer Gefahr, dass wenn dann der Blu-ray rauskommt, dass du denkst, jetzt kenne ich eigentlich die Story schon auswendig, lohnt sich jetzt gerade noch mal zu schauen, aber mal schauen, je nachdem. Wenn man einordnet von allen Star Wars, die ihr schon gesehen habt, was gebt ihr dem für eine Note oder für eine Bewertung? Ist Lieblings oder irgendwie... Ist schwieriger, so direkt nach dem Film, man müsste ein bisschen setzen lassen, wie die alle anderen, hat man ein bisschen Zeit gehabt und jetzt sie nochmal schauen können und nochmal... Schwierig, aber so 8 von 10 Punkten würde ich schon geben. Aber nicht gerade der Beste. Also ich merke, jetzt bei niemandem gerade so, ich komme zu dir, bin nicht gerade so, wow, er war so mega fantastisch gut gewesen. Ja, eben, wie es die anderen sagen, ich muss dann sicher noch ein bisschen setzen lassen und sicher noch 2-3 Mal schauen vielleicht. So bauchgefühlmässig könnte bei mir aber sicher so irgendwie 2. Platz sein. Ah ja, wieso? Ist einfach das Bauchgefühl, weil er einfach wirklich anders ist, weil er viele Überraschungen gehabt hat, super gut gemacht, auch von der Dialog her, von der Charakter her. Gross und Ganzen sehr, sehr gut, aber der 5. Teil ist für mich wahrscheinlich immer und wird immer sein, ungeschlagene Nummer 1. Der 5. ist der Beste? Ja. Geht auch in die Richtung. In die Richtung? In dir nicht? Wow, eben, der 5. Der darfst du fast nicht sagen, dass er besser ist. Wieso ist denn der 5. der allerbeste, der jetzt auch nicht schlagen? Das sind einfach all die altbekannten Schlüsselszenen. Und jetzt einfach so nach einem neuen Film zu behaupten, dass der besser sei als der Film, der eigentlich alles zeigt, was Star Wars ausmacht, den kannst du an diesem Punkt nicht machen. Eben durch noch ein bisschen setzen lassen und vielleicht in einem Jahr oder so kann man dann sagen, ja, mal, vielleicht war es wirklich besser gewesen. Aber an diesem Punkt würde ich das nie wagen zu behaupten. Was macht denn Star Wars aus? Ja, Charaktere, die Stimmung. Ja, eben gerade durch das, dass sie jetzt in dem Film wieder viel Neues reingebracht haben, ist halt
die Gefahr, dass das alles wieder ein bisschen verändert, oder? Und wenn halt über die Jahre hinweg halt gesagt hast, mal da, was daraus ausmacht, ist eben gerade das 5 gewesen. Und dann hast du jetzt wieder etwas Neues, das ist noch schwierig zum Abschätzen. Was ist jetzt Star Wars für dich? Oder eher die Alten oder jetzt das Neue? Das ist es etwa, ja. Was ist es für euch? Ja, für mich ist es eigentlich, was jeder gute Film ausmacht, und hat als 5 einfach wahnsinnig gut gemacht, Charakterentwicklung, wo der Protagonist wirklich nicht mehr die gleiche Figur ist von Anfang bis zum Schluss. Was der Film auch gut gemacht hat, einen Entwicklungssprung gemacht hat und vor allem die vorherigen Filme in einem anderen Licht erscheinen. Und ich meine, der Fantasy-Teil davon, der ist halt einfach geil gewesen, also das muss man sagen. Und mit allen Regeln von der Technik, die heute möglich ist, haben sie da umgesetzt. Das war cool gewesen, ja. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch über etwas reden. Fast schon 3:30 am Morgen. Wer muss morgen arbeiten? Wie macht ihr das? Ja, probiere so viel zu schlafen wie möglich. Jetzt noch wirklich Knäbi, hä? Ja. Gut, ich muss nicht ganz so früh anfangen, erst auf die Zähne, aber wirklich schwisst. Okay, aber nimmst du dir das wie auf dich? Ja, ja, also man hätte noch ein bisschen vorschlafen und so, aber ja, es ist halt ein bisschen gestaffelt. Sehr gut, wunderbar. Danke vielmals, dass ihr euch noch kurz Zeit genommen habt. Gute Nacht in diesem Fall. Und eure Meinung nimmt mich auch Wunder, wenn ihr den Film schon gesehen oder wenn ihr schon irgendetwas vorher gehört habt. Wir haben miteinander diskutiert. Schreibt euren Kommentar unten rein, was ihr vom neuen Star Wars Film haltet.